Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge von Train Simulator 2021, der Danny Speters. Wie ihr seht, stehen wir hier mit unserer Diesel-Lok. Und ja, werden jetzt hier erstmal bis nach Sechtem fahren und dann an unseren Kranzug ankuppeln. Und ja, ich denke, ich würde jetzt einfach mal loslegen. Hier die Fahrdienstleitung an 99.000, bitte kommen. 99.000 hört. Das lief doch alles glatt heute bei deinem Umlauf. Das gibt es selten. Das ist richtig, aber ich kann ja meistens auch nichts dafür, wenn was schief läuft. Das hängt meistens an anderen Dingen. Ja, das stimmt. Du kannst wirklich nichts dafür. Aber es ist doch schön, dass es auch Tage gibt, wo alles wie am Schnürchen läuft. Dein Feierabend naht. Du musst aber noch kurz nach Köln-West den Kranzug holen und nach Bonn bringen. Deshalb sitzt du jetzt auch auf der 218. Du kannst gleich raus Richtung Köln. Aber ich muss unterwegs den RE 10528 an dir vorbeilassen. Gute Fahrt. Alles klar, vielen Dank. Ja, ihr habt es gehört. Wir sollen gleich an unseren Kranzug ankuppeln, den wir in Sechtem, der sich in Sechtem befindet. Und den nach Bonn bringen. Und ja, das werden wir dann jetzt gleich tun. Wir haben noch ein wenig. Wir sollen hier noch ein RE vorbeilassen. Das werden wir natürlich tun. Und ich kann ja währenddessen mal es doch ein geiles Gefühl ist, wenn die 218 startet. Also ich finde das mega. Eine wunderschöne 218, wie ich finde. Gefällt mir sehr. So, ich würde sagen, wir ziehen einfach mal ein wenig vor. Signal, das heißt, mal ein wenig aufschalten hier. Ei, 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 ei.
So. Endlich mal Kranzug. Da habe ich lange drauf gewartet, muss ich wirklich sagen. Und jetzt endlich ist es soweit. So, bis 16 sind es dann noch gut 12 Kilometer. Dürfen dann auch gleich auf 160 beschleunigen, wobei diese Lok ja nur, wie ihr wisst, 140 Spitze erreicht. Gehabt, gibt es auf diesem Streckenabschnitt für mich keine Gleise. Warum? Auch immer. Ich kann es einfach nicht sagen. Naja, ich hoffe, es ist auch so okay. Dann wollen wir mal beschleunigen. Alles rausholen, was die Karre hergibt. Karre ist vielleicht komisch gesagt. Steht unser Zug. Da soll er stehen.
ist er. Leider ist der Sound bei den DTG-Fahrzeugen auf der Strecke geblieben, muss ich ehrlich sagen. Also wenn ich das mit der VR 218 vergleiche, ist das natürlich Unterschied wie Tag und Nacht. Das sind ja zwei Klassen. So, in 4 Kilometern haben wir dann unser Ziel erreicht, also unser erstes Ziel. Es geht ja dann zurück nach Bonn, mitsamt unserem Kranzug. Schon mal ein bisschen bremsen.
kommt ein schöner IC. Aber ohne Steuerbahn. So, dann schauen wir mal, was passiert. So, dann geht's weiter. Muss mal eben schauen. Ich bin hier. Bitte kommen. 99.000 hört. Ich habe dich hier mal kurz rausfahren lassen, damit der RE an dir vorbei kann. Es geht gleich weiter. Alles klar, ich warte dann. Kurze Info noch zur Einfahrt in Köln-West. Damit du dort in das Gleis einfahren kannst, wo der Kratzug steht, musst du am Einfahrtsignal anhalten und im Bordcomputer mit der Taste Tab die Einfahrt ins besetzte Gleis anmelden. Die Kollegen geben dir dann Bescheid, ob du reinfahren kannst oder schalten dir direkt das Signal. Du kuppelst direkt dann an den Kranzug und es geht zurück nach Bonn. Bis später. Dann weiß ich Bescheid. Bis später. Es soll ein RE an uns vorbei, aber ich sehe einfach keinen. Der ist hier irgendwie auf der Strecke ist. Deswegen werde ich einfach weiterfahren. So, gute 18 Kilometer bis Köln, Richtungsgleis, beziehungsweise Köln-West.
wirklich mal gespannt, wie der Kranzug aussieht. Ich bin noch nie mit dem Kranzug, also habe ich noch nie gesehen, habe ich auch noch nie irgendwie im Spiel gehabt. Also bin ich echt gespannt. Leider ist die Performance nicht die beste, wie ihr mir bestimmt schon gemerkt habt. Und ja, es ist doch leider etwas sehr am Stocken zwischendurch. Ich habe da leider keinen Einfluss drauf.
mir leid für diese schlechte Bildqualität. Es tut mir wirklich leid. Ich denke, dass ich gleich in Köln erstmal einen Cut machen werde und aus dem Video in zwei Teile mache, beziehungsweise aus dem Szenario, weil ich muss gleich mal prüfen, warum ich da so Hakler drin habe, und werde dann den zweiten Teil morgen fortsetzen mit dem Kranzug, weil das ist ja eine Zumutung für euch.
So, dann sind wir gleich da an unserem Kranzug. Am gelben Vorsignal. Das heißt, dass wir mit Rot rechnen müssen. Das ist sehr schön. So, dann müsste unser Kranzug gleich ins Bild kommen. Hoffe ich doch. Da hinten steht er. Wenig noch fahren.
Wollen wir uns das mal ein bisschen von außen anschauen? Zeitung an 99000, bitte kommen. 99000 hört. So, du bist angekommen. Hast du den Zug schon am Haken? Er ist angekuppelt, ja. Hast du alles für die Rückfahrt vorbereitet, also den Führerstand gewechselt, Bremsprobe, Anmeldung als 99001? 99001 ist angemeldet, die Bremsprobe läuft. Gut, gut. Der RE 10527 fährt allerdings vor dir. Dieser hat in Köln-Süd um 18.38 Uhr Abfahrt und danach folgst du. Auf das Streckengleis werden wir dich beim Eiffeltor leiten. Vielleicht hat dich der RE dann sowieso schon überholt. Aber warte, da war noch was. Dann bin ich mal gespannt. Erstmal fährt hier noch ein Güterzug in Gegenrichtung. Den lassen wir zunächst auch durch. Gute Fahrt. Ach so, alles klar. Na dann, bis später. Ja, dazu wäre erstmal alles gesagt. Ich will jetzt hier erstmal abspeichern. Ich werde es mal ein wenig in Bewegung setzen hier. Wunderschön, wunderschön.
So, ich werde hier mal einen kleinen Cut machen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Auf dem Weg mit unserem Kranzug bis nach Bonn. Und ich sage mal bis dann. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann macht wie immer gar nichts. Haltet die Ohren steif, bleibt mir treu, bleibt sauber. Habt eine schöne Woche. Ciao, Servus und Tschüss. Bis dann, euer Dedenny spielt das. Ciao, ciao.